Wo sie unterwegs ist, kann es schon mal rauer zugehen. Die G-Klasse, das Gelände-Urgestein, wird seit 36 Jahren nahezu unverändert gebaut. Bei der Optik gibt es ein paar dezente, eher technisch bedingte Anpassungen. Sonst ist außen bei der G-Klasse Jahrgang 2016 alles wie gehabt. Von außen ist vorne die Stoßstange, wo wir zusätzliche Kühler eingebracht haben. Und von innen das Instrument, wo wir ein größeres Display mit mehr Anzeigen haben. Was aber wirklich neu ist und was für den Kunden das Wesentliche ist, in allen vier Motorisierungen, ob beim 350 Diesel, beim 500er, beim 63er und beim 65er, haben wir die Motoren mit mehr Leistung ausgestattet, mehr Drehmoment und bei den meisten auch mit deutlich weniger Kraftstoffverbrauch. Robust, unkompliziert, langlebig muss sie sein. Dieses Exemplar hier ist der Beweis. Der Besitzer dieser G-Klasse ist damit in 26 Jahren durch 200 Länder gereist. 900.000 Kilometer hat sie auf dem Buckel. Das alles ohne nennenswerte Pannen und immer noch mit dem ersten Motor. Hinterm Steuer fühlt sich eine G-Klasse immer noch ein bisschen so an, als ob man einen Ozeanriesen steuert. Mit gefühlt leichtem Seegang kurvt man recht erhaben durch die Gegend. Die Fahrleistungen sind beim G500 beeindruckend. Der 4 Liter V8 Turbo produziert 422 PS, die wiederum bringen die 2,6 Tonnen Mindestgewicht in knapp 6 Sekunden von 0 auf 100. Auf der Autobahn sind 210 Sachen drin, wobei sich das schon wie der Ritt auf einer Kanonenkugel durchs Weltall anfühlt. Wer ihn so heizt, sollte sich am besten den Blick auf den Verbrauch sparen. Da können schon mal locker 20 Liter super durchlaufen. Reichweitenprobleme gibt es dennoch keine. Die G-Klasse hat einen 96 Liter Tank. Von daher, wer es ruhiger angehen lässt, kommt einfach weiter. Und so lässt sich das feine Ambiente im Cockpit viel besser genießen. Zigfach verstellbare Ledersitze, feinste Innenausstattung, perfekte Musikanlage, auf Wunsch lässt sich sogar Fernsehempfang einrichten. Der Grundpreis beim G500 liegt bei 105.000 Euro, je nach Ausstattung sind 120.000 und mehr drin. Platz ist reichlich vorhanden, auf den Sitzen vorne wie hinten lässt sich jede Expedition locker bestehen. Fürs Gepäck stehen mindestens 487 Liter Stauraum zur Verfügung. Egal ob 100% Steigung oder Gefälle, selbst ein paar Felsbrocken machen der G-Klasse keine Probleme. 24 cm Bodenfreiheit machen es möglich, hier durchzukommen. . 60 cm tiefes Wasser, kein Problem. Vorder- und Hinterachse lassen sich per mechanischer Klauenkupplung jeweils einzeln sperren. Nun, inzwischen darf etwas Elektronik dem G-Klasse-Piloten helfen. Zwecks besserer Orientierung im Gelände zeigt das Display in der Mittelkonsole die Himmelsrichtung und die jeweilige Stellung der Räder an. Informationen, die hin und wieder entscheidend sein können, ob die Tour im Abgrund endet oder ob der Riese einfach weitergeht.